Ja, also wieder bei Bravely Default. Beim letzten Mal haben wir das Spiel begonnen, haben erfahren, unser Dorf wurde vernichtet. Wir sind der einzige Überlebende und nun wollen wir es auch mal zum Dorf hin und es uns anschauen. Aber zuvor werde ich mal das Kampfsystem jetzt ein kleines bisschen mehr zeigen. Beim letzten Mal haben wir das ja nur mal eben fix gemacht, damit wir die eine Mini-Quest abschließen können. Die ganze Tutorial-Quest. Können noch mal schauen, du bist ja auch keine neuen da. Von daher. So. Kleinen Einblick ins Kampfsystem. Also, man sieht unten. Angriff, Fähigkeiten, Brave und Default. Boah, das Spiel wurde seinen Namen her. Freunde rufen, Objekte und Flucht. Und wir sehen oben, wenn wir angreifen, bei BP, also bei uns am Köpfchen da, steht 0 zu minus 1. Man kann im Kampf nur angreifen, wenn man mindestens 0 hat oder mehr. Wie man zu mehr kommt, wird später noch vom Spiel erklärt. So, wenn ich jetzt einen Angriff wähle, kann ich hier ja entweder einen von den Gegnern wählen oder einen Verbündeten, die ich gerade nicht habe. Fähigkeiten, der hat sich auch von selbst, können wir die Diagnose einsetzen. Was die beiden sind, also Brave und Default, das werden wir noch sehen. Und Freunde rufen, Objekte benutzen, also Tränke, was wir so haben. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an. So, dann können wir uns den Gegner aussuchen. Und dann müssen wir noch einmal bestätigen. Weil wir können jetzt quasi nochmal kurz zurückgehen und nochmal was ändern. Aber, so. Was man auch machen kann mit den Pfeiltasten, kann ich sogar anhalten. Also nicht mit Pfeiltasten, mit den mit dem Steuerkreuz. Wenn ich da links oder rechts drücke, kann ich auch die Geschwindigkeit erhöhen auf doppelt oder auf vierfach. Für die, die wollen, dass die Kämpfe etwas schneller abläufen. Und ich sag mal, es ist eh nur, wie bei denen einfach dummes draufgekloppe ist. Kann man da quasi auch vierfache Geschwindigkeit machen und dann läuft das ein bisschen schneller durch. So, machen wir noch einen Kampf hier. Da haben wir auch ein Level-Up, um das mal kurz zu zeigen. Und dann gehen wir in Richtung Norrand. Vielleicht kommt hier irgendwie noch ein Atemmonster. Was man auch sehen kann, ja guck mal, ein Schleim. Es kommen unterschiedliche Monster. Wobei, Moment. Machen wir es anders. Greifen wir erstmal den Goblin an. Es kommen auch je nach Tageszeit unterschiedliche Monster. Ah, Moment, wir haben gerade einen Statuseffekt abbekommen. Das sieht man auch unten an dem Bildschirm. Da steht hier jetzt AW 75%. Ich denke mal, ich meine AW war Abwehr oder Ausweichen. Das weiß ich gerade nicht mehr auswendig. Je nach Tageszeit kommen unterschiedliche Gegner. Die Zombies aus dem letzten Part kommen zum Beispiel nur nachts. Und ob jetzt irgendwas davon nur tagsüber kommt, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber... haben wir unser Level Up. Aber es wird nicht zum Level Up groß angezeigt. Einfach nur Level Up. Also wenn man noch genau sehen möchte, was für Werte man verbessert bekommen hat, muss man quasi vorher schon reingucken, bevor man das Level Up bekommt und dann nachher ja, mit vergleichen. Aber ich denke mal, meistens steigen die Werte eh nur so um 1, 2. Wobei in diesem Spiel echt 1, 2 Punkte schon was ausmachen können. Wir können jetzt beim nächsten Level-Up mal versuchen, drauf zu achten, wie viel unsere Werte steigen. Ich glaube, den Status habe ich, glaube ich, noch nicht im Menü gezeigt, ne? Moment. Das war unter... da, Status. Da können wir gucken, wie viel Erfahrung noch zum nächsten Level, wie viel EP, wie viel Job-EP. Und unten sehen wir auch dann... ach, da, AW ist die... nein, Moment. AW war wirklich die Abwehr. Ausweichen heißt wirklich Auswe. Gibt rechte Hand, man kann auch zwei Waffen tragen, dann aber das zeige ich auch später. Also man kann auf jeden Fall noch eine zweite Waffe tragen für mehr Schaden, auch Abwehr, Magie, Angriff, Magie, Abwehr, Zielgenauigkeit, eben halt Trefferquote. Hier haben wir die Werte, TP, Magie, Stärke, Vitalität steht für die Verteidigung, Intelligenz, Weisheit ist für die magische Verteidigung, Gewicht... wofür auch immer jetzt GIF steht. Ich weiß auch nicht weiter dran, weil Geschwindigkeit ist das da drunter. Ja. Hier sind Immunitäten. Nein. Na? Okay. Und da sind Resistenzen. Haben sonst nichts. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf. Auf der Karte sehen wir schon, da oben. Da müssen wir hin. Da haben wir noch eine neue Quest. Guck gerne mal, weil diese Tutorial-Quests mache ich sehr gerne. Immer dann, wenn sie da sind.
Und vor allem, die geben immer ein paar kleine Bonus-Items, weil wir zum Beispiel auch, ich glaube, eine Weckglocke bekommen und einen Teleportstein und sind nun in der Norrande-Schlucht. Was man auch machen kann, das sieht man unten an der Karte, dass man die Karte mehr oder weniger selbst aufdeckt. Ich werde einfach mal versuchen, so gut es geht, die komplette Karte mal komplett aufzudecken von dem Gebiet. Ob das immer klappt, weiß ich nicht, aber ich versuche es zumindest. So, Brave und Default. Ein neuer Ansatz für den klassischen Kampf. Mit Default speicherst du Kraft, mit Brave lässt du sie auf deine Gegner los. Default. Wenn du in einer Runde auf deine Aktion verzichtet, kannst du einen BP sparen, deine Aktion dann in einer späteren Runde zu nutzen. Default reduziert in der Runde auch den Schaden. Brave. Um mehrere Aktionen in einer Runde durchzuführen, kannst du entweder Aktionen einsetzen, die du gespart hast, oder zukünftige Runden verwenden, um mehrere Aktionen in einer Runde durchzuführen. Auf diese Weise kannst du auch die stärksten Gegner besiegen. Brave-Punkte. Wenn du dir einen Vorschuss auf kommende Runden holst, geraten deine BP ins Minus. Pro Runde regenerierst du aber einen BP. Du kannst erst wieder handeln, wenn deine BP auf 0 stehen. Hohes Risiko und großer Gewinn gehen in dieser Strategie Hand in Hand. Nutze Brave, um zweimal anzugreifen. Ja. Kann ich auch nichts anderes. Man kann auch... Na schade, ich konnte es gerade nicht aktivieren oder zeigen. So, jetzt kann ich nämlich hier machen und nochmal angreifen. Und jetzt kriege ich natürlich aufs Maul, weil man sieht, ich bin jetzt auf minus 2. Wenn wir jetzt dran sind... Ja, BP ist minus 1, hat du Brave in der letzten Runde verwendet hast. Daher kannst du dieser nichts machen. Da können wir nämlich jetzt einfach nur aufs Maul. Wir verlieren hierbei gerade keine KP, weil das alles Tutorial ist. So, und jetzt kommt Default dran. Dann gehen wir in die Defensive. Man sieht, man kriegt etwa, ich meine noch die Hälfte von Schaden. So, mit Default erhältst du einen BP. Jetzt kannst du einen mal Brave verwenden und trotzdem in der nächsten Runde agieren. Mach dir Brave von Default zu nutzen und verringere den Schaden, den du erhältst, und dann mit einem Wirbel von Angriffen in einer einzigen Runde zu entfesseln. Ja, es war so wirklich nur Tutorial-Kampf, es war nichts, wo wir jetzt wirklich kämpfen müssen. Aber dann haben wir auch das System mit dem Brave von Default und... Ja, der Name des Spiels heißt Bravely Default. Keine Ahnung, was jetzt zuerst von beiden da war, wahrscheinlich erst das Spiel und dann die Fähigkeit. Ich weiß es noch nicht. So, einer von denen ist neu, der Goblin Schlechter. Man kann es auch mit... Nee, war das nicht mit? Genau, mit L kann man... Doch, mit L und R kann man Brave auffüllen oder direkt auf Default gehen. So, ich würde sagen, wir machen auch erstmal Default. Weil dann kann ich mit einem Brave direkt den einen Goblin aus dem Weg räumen. Und dann kann ich in einer Runde den anderen... toll, den Kritten hätte es auch sparen können. Ach, und der wollte jetzt nicht angreifen. Ja, gut. So, dann können wir nochmal scannen. Ich finde das eigentlich ziemlich cool mit dem Brave und Default-System. Na, guck mal, jetzt hat er... Gegner können nebenbei auch Brave benutzen. Man hat es jetzt gerade gesehen. Weil er jetzt auch auf... Moment. Auf minus 1 ist. Das heißt, er wird der nächste Runde nicht angreifen können. Deswegen hat er auch gerade nicht angegriffen. Stimmt. So, was ich auch mal zeigen kann. Wir können Brave nämlich bis zu 4-mal machen. Das heißt, ich könnte jetzt einfach mal sagen, ich will jetzt 4 Angriffe machen und kann dafür nichts mehr machen. Das ist, finde ich, eigentlich ganz gut, um Gegner zu finishen. Weil, wenn der Kampf vorbei ist, hat sich eh alles wieder regeneriert. Das heißt, es ist ziemlich egal, wenn man am Ende des Kampfes einfach mal alles raushaut, was man hat. Und dann damit reinhaut. Kann man auch, glaube ich, mache ich auch öfters mal, dass dann einfach nur Brave, Brave, Brave und dann voll drauf. So, noch einen Trank erhalten. Sehr schön. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Tränke hier. Wie viel PG haben wir? Jetzt glaube ich einfach Gold. Zumindest bis ihr mir sagt, was das genau bedeuten soll. So, hier. Wenn es dann auch nur ein Gegner ist, einfach voll draufhauen. Dann kann er auch nichts machen. Ich glaube kaum, dass ich da, keine Ahnung, dreimal daneben haue und den dadurch nicht treffe. So, was man auch hat, Runde, ein paar Boni. Wenn ich direkt in der ersten Runde gewinne und wenn ich unverletzt gewinne. Dass ich dann ein paar Bonuspunkte bekomme. Da kann man das auch so ein bisschen für nutzen, dass man einfach ganz viel von diesen Boni noch sich rausholt. Weil ich glaube, wenn man die Boni öfters hintereinander bekommt, verbessern die sich irgendwann. Ja, 200 PG erhalten. Nice. Kann man sicher gebrauchen. So, da sind Goblin Schlechter und... Moment, der Schütze ist neu. Ja. Dann machen wir erstmal Default, damit ich gleich den Schlechter kaputt hauen kann. Ah ja gut, der bleibt ja auch mal auf den gleichen drauf. Ja gut. Hätte eigentlich nicht gereicht, aber der Crit sagt mir einfach mal, yo, ich kritte. Dann passt das. So, 20 TP und Gattung.
Human. Also human siehst du mir zwar nicht aus, aber gut. Reichen die 20? Nein. Dann haben wir noch einmal drauf. Wir sahen wahrscheinlich auch einfach gleich schnell mit den Gegnern. So, 10 Erfahrungspunkte, 2 Jobpunkte. Bis zum Job-Level-Up, die dauern immer so ein bisschen. Aber das macht ja nichts. Wie sieht es mit den KP aus? Wie viel halt nochmal so ein Trank? 150. Ah, dann warte ich noch ein bisschen. Da geht noch was. Speichern kann man in Dungeons, meine ich, nicht. Nein. Oh, wir haben da unten nochmal ein Update. Moment. Brave für 4er Angriffe. Ja gut. Kriegt man Supertrank dafür bekommen. War zwar jetzt nicht zwingend geplant. Ich wollte es einfach nur auch mal zeigen, aber... Joa. So, noch einmal Default. Der erhöht erstmal seine Abwehr. So, haben wir den normalen Goblin weg. I. Der macht so einen Doppelangriff. So. Und du bist weg. Und damit haben wir wieder einen... Ach ja, ich wollte auf die Werte gucken. Da war was. Das habe ich ganz vergessen. Können wir so ungefähr gucken. Weil doch, ich meine, rechte Hand war vorher bei 13, jetzt ist sie bei 14. Ihr habt das im Video. Ihr könnt mir ja sagen, wie die Level-Ups so sind. Ihr habt es ja vorher noch gesehen und jetzt im Vergleich wieder die Werte gestiegen sind. Die Musik ist nebenbei auch super in diesem Spiel. So, die hier sind unsere kleinen Heil- und Speicher... nicht Heil- und Speicher, aber unsere kleinen Speicherguys. Da können wir nebenbei auch immer speichern. Das sind kleine, so ein Speicherpunkt im Dungeon, wo wir dann merken... Oh! Hä? Tag ist immer bei dir. Ah! Die Sanduhr. Das bedeutet Hoffnung, verstehst du? Die Hoffnung bei derer, denen du etwas bedeutest. Seltsame Sanduhr erhalten. Nein, Moment. So, und damit können wir Bravely Second aktivieren. Nicht, dass das nächste Spiel schon so heißen wird, aber... Hiermit unterbrichst du den auf Runden basierenden Kampf und kannst jederzeit in Aktion treten. Während du dir Befehle eingibst oder auch während des Kampfes, spielt keine Rolle. Drücke einfach Start und schon dann beginnt deine Runde, wann immer du willst. Mit Bravely Second stoppst du die Zeit für alle anderen, nur für dich läuft sie normal weiter. Alle während Bravely Second ausgeführten Aktionen verbrauchen SP. Normaler Angriff und Gegenstände verbrauchen zum Beispiel jeweils 1 SP. Alle Aktionen, die normalerweise BP kosten, verbrauchen dann entsprechend viele SP. Du kannst auch dir auf SP genau wie auf BP einen Vorschuss holen. Bravely Second lässt sich dann aber nicht einsetzen, solange du im Minus bist. Plan also deine Strategie entsprechend. Standby-Punkte, indem du beim Spielen vom Nintendo von Bravely Default das nochmal. Indem du beim Spielen von Bravely Default das Nintendo 3DS-System in den Standby-Modus schaltest, speicherst du SP. Für jeweils 8 Stunden bekommst du 1 SP. Wenn du keine Lust hast zu warten, bis deine Standby-Zeit um ist, dann brauchst du einen Wohl-SP-Trank. Berühre das S-Symbol auf dem unteren Bildschirm des Menüs, um das SP-Menü zu öffnen. Verwende einen und bekommst 3 SP. Achtung, SP-Tränke sind Premium-Gegenstände und müssen mit echtem Weltgeld erworben werden, also nicht mit Währung aus dem Spiel, also achte gut auf deinen Verbrauch. Genau, das kann man da unten auf dem unteren Bildschirm zeigen. Da könnte ich jetzt einen kaufen, wenn ich Geld hätte. Ich habe doch kein Geld. Und ja. Das mit dem Bravely Second, das habe ich bisher noch nicht wirklich ganz verstanden, auch beim Spiel. Ich habe es auch nie wirklich benutzt. Muss mal gucken, ob ich vielleicht hier nochmal versuche, irgendwann in einem harten Bosskampf oder so. Can you hear my prayers? Wherever you are, whoever you are. Can you see the wound torn open before me? Please, let the walls of the world collapse no further. Let me be strong enough to stem this flood. You there. If you know something, tell me. Please. What caused that chasm? Did anyone else survive? Surely at least a few others. I need information. Anything. My parents were there. My friends.
everyone. Just living their normal, boring lives. I won't accept that all those lives have ended. Not without a search. You alone survived. I am sorry. I am sorry. I found you! You've been found! I've the eyes of a hawk! And the nose of seven wolves! Seven wolves that wasted the last week sniffing at dead ends. Now stop yapping and go fetch. I know, woman! And I take no orders from you! No orders! An Eternian airship? The Sky Knights! I thought I'd covered my trail! Go! Now! It's me they want! What? Why? I'll not involve an innocent bystander! Cannon fire?! This is madness! This way! What?! So, und Agnes ist der Gruppe beigetreten. Nicht, dass wir wissen, wie sie heißt, aber... Also, schon, aber... Sie hat sich eigentlich nie vorgestellt, glaube ich. Aber die Musik ist geil. Na dann. Wollen wir mal hier durchgehen. Während die hier alles kaputt knallen. Ich kann ja mal kurz mal Agnes mal zeigen. Sie müsste auch eine Freiberuflerin sein. Kann, ja, genauso wenig, / viel wie wir. Ja, kann genauso wenig viel wie wir. Also ist auch eine Freiberuflerin. I'm opening fire as soon as I forget about you. And I have a short memory for daughters. Yes, sir. Nicht gerade die besten Chefs, die man haben könnte. Deine nur am Rumschreien und die anderen, würde ich töten, wenn ihr die vergessen. This boy has nothing to do with me. Let him go. They don't seem like the type to listen. Here they come. Dann wollen wir mal immer diese kleinen Aufwärmübungen am Anfang. So, dann machen wir erstmal die Diagnose. Und du haust drauf. 60 KP hat er, ein bisschen stärker. Aber jetzt sind wir auch zu zweit. Das heißt, wir können auch zu zweit einfach draufhauen mit Angriffen. So, was ich auch mal zeigen kann. Wenn man jetzt nach links drückt, sieht man da, wie viel KP er noch hat. Ich könnte es einfach gemeinsam und sagen, so, wir machen jeder 4 Brave-Angriffe. Das macht vielleicht das Spiel irgendwo ein bisschen einfach, wenn man das einfach jederzeit so machen kann. Hätte sogar schon fast gereicht. 18 Erfahrungspunkte. Ja, direkt Level Up für Agnes. Und noch einen Trank erhalten. Zumindest Tränke bekomme ich hier mehr als genug. So, ein bisschen gehen wir noch weiter. Ich glaube, wir haben uns normale Monster angegriffen, oder? Ja. Die sind natürlich auch noch da.
Ja, man sieht schon, Agnes ist ein kleines bisschen schneller als wir. Also als Tiss. Der ist mal weggekrittet. So, sollte auch schon reichen. Naja, wobei, jetzt hat er seine Verteidigung erhöht. Bringt ihm ordentlich, wenn ich ihn einfach wegkritte. Und noch mehr Tränke. Meine Güte, wie viele Tränke ich hier bekomme. So, und da kommt der nächste. Disappointment. Honestly, are there no men here capable of a satisfying performance? On my way, ma'am. Vielleicht kann der ja was machen. Dass sich keine Beine brechen von so hoch wie die fallen. Aber ey, wir trainieren zumindest ganz gut hier. So, den hatten wir schon. Himmelsduelland, ja. Bei dann machen wir das schnell. Wenn es nur ein Gegner ist und ich weiß, dass ich ihn so schnell down kriege, dann drauf und fertig. Das war knapp. Hätte ich auch eventuell nicht besiegen können. Und noch einen Trank. Meine Güte, wie viel Trank ich bekomme. Na gut, ich würde aber sagen, bevor wir hier weiterlaufen. Doch, ich darf mich hinstellen. Was ist aber von diesem Part? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.